Hallo und ein herzliches Willkommen zum vierten Teil der Safari durch Tyria. Heute schauen wir uns die versteckte Orgel unter Wasser an, nachdem wir beim letzten Mal schon die in Ebonfalke an Land gesehen haben. Wir starten dazu hier unten an der Wegmarke Titanentreppe im Kaledonwald, also im Silvari-Startgebiet. Und damit begeben wir uns direkt unter Wasser. Denn, ja, wie ich bereits zu Beginn sagte, diese Orgel ist eine Unterwasserorgel und hat dementsprechend auch einen etwas anderen und, wie ich auch finde, cooleren Sound als noch die Ebon-Falken-Orgel von der Runde davor oder von unserem Besuch davor. Hier muss man auch ein bisschen unter Wasser suchen, bis man die gefunden hat. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt auf Anhieb. Ich war vorher nicht mehr gucken, wo sie genau gelegen ist. Aber ich denke mal, dass ich sie hier ganz gut finden werde. Ich orientiere mich immer so ein bisschen, ja, da sieht man sie doch schon, an diesen Leuchtkugeln hier. Und, oh, da sieht man sie noch nicht, das war nur ein giftiger Seeigel. Aber ich meine, das war hier irgendwo so in dieser Ecke, dass die Orgel, ach, da unten, haha. Sag ich ja, ich orientiere mich immer an diesen Leuchtkugeln. Und hier sehen wir dann diese Pfeifenorgel. Wir hören uns auch direkt mal den Sound an. Ich mach mal hier ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört gegen die Guild Wars Musik. Ja, das war die Pfeifenorgel unter Wasser. Ich denke, hier kann man zum Beispiel gut alle meine Entchen spielen. Und hierzu gibt es auch das Gerücht, oder vielleicht ist es auch schon eine bestätigte Sache, dass man, falls man hier Fear Not This Night schafft, ich bin gar nicht sicher, was genau dann passiert, aber wenn man die Titelmelodie Fear Not This Night spielt, dass man hier irgendwie eine Sonderbelohnung kommt oder ein Event oder irgendwie so ein Zeichen dafür, dass man der absolute Guild Wars 2 Crack ist. Vielleicht wollt ihr das ja selbstständig mal versuchen. Dann kommt hier runter zu dieser Pfeifenorgel in der Quetzalbucht im Kaledonwald. Oder ihr kommt einfach so hier runter und spielt eine Runde Alle meine Entchen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Teil der wunderbaren Reihe Safari durch Tyria. Denkt als Like und uns abonnieren, wenn euch das Ganze gefallen hat und bis zum nächsten Mal.